Sie wollte in einer Notsituation helfen und wurde eiskalt überfallen. Das ist die neueste perfide Überfallmasche. Verbrecher nutzen die Gutmütigkeit und Hilfsbereitschaft anderer Menschen schamlos aus, ohne Rücksicht auf Verluste. In diese Falle ist auch eine junge Frau aus Nordrhein-Westfalen getappt. Also es ist ein schreckliches Gefühl auf jeden Fall. Als ich die erste Nacht wieder zu Hause war, bin ich bei jedem kleinen Geräusch aufgewacht. Und auch so im Dunkeln, da kriege ich Angstzustände. Eine junge Frau erlebt den schlimmsten Tag ihres Lebens. Ein Albtraum, der sie seither verfolgt. Das ist Michelle Wagner. Am Abend des 18. Oktober ist sie mit ihrem Auto im rheinländischen Hennef unterwegs. Am Straßenrand sieht die 20-Jährige eine verletzte Frau. Auf die bin ich aufmerksam geworden, weil sie auf die Straße gesprungen ist und mit ihren Händen hin und her gewedelt hat. Die dann auch auf die Straße relativ weit gegangen ist, sodass ich sie umgefahren hätte. Völlig selbstverständlich hält Michelle an. Als erstes kam mir gar nichts komisch vor. Ich wollte der Frau halt helfen, weil ich dachte, sie wäre schwer verletzt und bräuchte Hilfe. Dann habe ich mein Fenster runtergemacht. Und dann ist sie mit ihren Händen gekommen und hat mir die hingehalten. Und die waren auch rot, sah aus wie Blut. Um den Verbandskasten zu holen, steigt Michelle aus ihrem Wagen. Doch dann passiert etwas, womit wohl niemand in so einer Situation rechnet. Ich glaube, dass eine zweite Person noch da gewesen sein muss, weil ich sie halt die ganze Zeit im Augenwinkel hatte und habe meinen Schlüssel in den Kofferraum gesteckt, um ihn aufzumachen. Und dann habe ich auch schon von rechts wahrscheinlich eine Flasche über den Kopf bekommen. Danach weiß ich auch nichts mehr. Nach Michelles Aussage war die Täterin nicht allein. Während Michelle bewusstlos ist, wird ihr Auto nach Wertgegenständen durchwühlt. Die Ausbeute scheint gering. Michelle fehlen nur 10 Euro aus ihrem Geldbeutel, aber auch ihre Haustürschlüssel. Also es ist ein schreckliches Gefühl auf jeden Fall. Als ich die erste Nacht wieder zu Hause war, bin ich bei jedem kleinen Geräusch aufgewacht. Und auch so im Dunkeln, da kriege ich Angstzustände. Und es ist schrecklich, der Gedanke, dass sie unsere Haustürschlüssel haben. Nach 20 Minuten kommt die junge Frau wieder zu Bewusstsein. Ihr Handy ist noch da, sie ruft panisch ihre Mutter an. Also als sie Michelle angerufen hat, habe ich erstmal gar nichts verstanden, weil die wirklich nur geweint hat. Und dann habe ich nur gehört, Parkplatz und komm mal und du musst kommen. Und dann bin ich eigentlich auch direkt schon ins Auto gesprungen und bin dann zu ihr hingefahren. Und und dann habe ich es halt dann da gefunden in ihrem Auto. Die Kopfwunde war total am Bluten, die Hand war voller Blut, das tropfte richtig auf den Boden. Also war schon schlimm, sie so zu sehen. Michelle kommt mit einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus, muss an Kopf und Hand genäht werden. In der Nacht, wo ich im Krankenhaus war, da habe ich davon geträumt, hatte ich das Gesicht von der Frau ganz klar vor Augen. Das war mit der schlimmste Moment, fand ich. Michelles schrecklichster Tag. Diese dreiste Überfallmasche ist sogar dem Beamten der zuständigen Polizei Rhein-Sieg neu. Wenn man sich unsicher ist, wenn Leute um Hilfe bitten, reicht es durchaus aus, sich die Fahrt zu verlangsamen, sich die Situation anzuschauen und die Polizei zu verständigen oder den Notdienst und sich in der Nähe in seinem Fahrzeug aufzuhalten. Eine brutale Dimension des Raubüberfalls. Michelle hat noch gar nicht realisiert, dass sie jetzt erst einmal schnell ihre Türschlösser austauschen muss. Also nachts, da war ich jetzt im Moment total oft auf. Bei dem kleinsten Geräusch bin ich sofort wach. Also im Dunkeln würde ich gar nicht auf die Idee kommen, im Moment rauszugehen. Da hatte ich viel zu große Angst vor. Michelle wird wohl in Zukunft nicht mehr stehen bleiben, wenn jemand in Not scheint. Ein Dresscode für Schüler, aber auch für Lehrer. Demnach sind ein sichtbarer Brustansatz, Bauchfreiheit, Unterwäsche und zu viel Oberschenkel tabu. Der